Hallo allerseits, mit Pion Pion, willkommen zu Part 26 vom Neptunia Sisters vs. Sisters Let's Play. Ja, normalerweise würde ich sagen, wir haben jetzt hier so eine kleine Flashback-Szene, aber hier wird ja die Zukunft jetzt gleich erzählt, ne? Also, ja. Flashfront, I guess, ne? Naja, schauen wir mal, was uns dort erwartet in Beeble Forest. Going here? Hoffentlich wird es da nicht allzu viele unheilige Kreaturen geben, ne? Let's head here. Maybe I can use these parts. I found a high-density nerve element. Hey, I think this ought to work. Yeah, let's take it back. Maho, you're so good at finding these. I know, right? Feel free to compliment me some more. Hey, look at that. This is a mini battery for an R-phone. You're right. That's rare. I didn't think they still existed. Oh, I can turn on my R-phone now. It's been a while since I played Gacha games. Ja, das Problem ist halt, die meisten Gacha Games sind online gebunden, also ja, die Server sind wahrscheinlich schon lange down, also wirst du das Spiel nicht spielen können, vermute ich mal. I kind of doubt that anyone's running games like that anymore. Right. Hier ist eigentlich ziemlich passend. Gotcha. Aber ja. And also, that battery probably won't work. You're right. It looks all puffed up. Well, that dream was short-lived. Das ist nicht gut, wenn die so aufgebläht ist. It's okay. Let's just get what we came for. We can look for another battery next time. Yeah, we should get out of here before those guys show up again. Huh? Welp, sie hat es gejinxed. What? Did they come? What is it, monsters? Hm. It's them! The mech soldiers! Intruder alert! Intruder alert! Eliminate! Eliminate! Maho, we have to run! We can't go back if they're still following us. We have to shake them off. Right, but how? Oh, over there! Let's run through the forest! But there are monsters in the forest. Oh, I get it! We can pit the monsters against the mech soldiers. Yep, aren't I a genius? Yep, you're amazing, Maho. Let's get going, Gearsy. Let's heal up quickly and keep going. Where are we? Ja. Was ein Ding. Okay, bevor ich zum Event gehe, wir haben ja noch ein bisschen Dialog hier oben links. Als wäre das der Epilog vom Conquest Ending, ne? Mehr oder weniger. It's impolite. Naja, ich weiß nicht, mit dem Dio-Slicer müssen wir uns da so viel Sorgen machen.
Ziemlich viel Dialog, ne? Okay, müsste, glaube ich, alles gewesen sein. Dann weiter geht's. Die Musik. Ich weiß nicht, ob die zur Situation hier ja, so passend ist. Wörtlich, ja? Okay, interesting. Ja gut, na. Die Gang ist wieder versammelt. Mal schauen, aber Lady Formation muss wieder eingestellt werden, na? Ne, halt. Ach, ziemlich passend, dass die auch wirklich nichts sagen. Das ist ein nice Detail. Schauen wir mal. Also, das ist ungewohnt, jetzt hier keine Stimmen zu hören, ne? Aber, ja, wie gesagt, ich kann es nur betonen. Nice Detail. Ist es wieder hier Christmas? Ne, Valentine's Day. Oh, noch schlimmer. Okay, ne. Oh, ja. Ja. Was soll man sagen, ja? Hier ist so eine kleine Abzweigung. Where are we? Hier ging es Richtung Event. Okay, nee, dann gehen wir erstmal dahin. Ja. Oh ja, easy, ne? Wie immer. I'm getting even stronger. I'm excited to see what's inside. Na cool. Immer her damit. Ich habe es zwar, glaube ich, noch nie benutzt, aber ja, vielleicht wird es ja später noch nützlich werden. Wobei ich aber auch legitim nicht wüsste für was, weil ich meine, die Storykämpfe und Co., die sind ja jetzt ja nicht so schwer. Und die Arena-Kämpfe haben wir auch ja bereits geschafft. Ui, es ist K. Von der 2008 Night Rider Serie. Gleich mal schnell hier Kit rufen. Kit, ich brauche dich!
Swallenmaschine, ha? Welche Ironie. Also wir hätten so oder so dahin gehen müssen, oder? Macht zumindest den Anschein. I'll try to climb up this one. Kann ein bisschen gebraucht, ne? Where are we? Ja gut, dann auch nach vorne. Das war gerade interesting bei Juni. Hat kurz die Bewegungsanimation ausgesetzt. Wollen wir gleich speichern? Ja komm, warum nicht? Okay, let's save it here. Why not? Ja, aber krass, dass wir schon bei Chapter 9 sind. Fehlt nicht mehr so viel, so wie es aussieht. Oh, zwei verschlossene Türen. Okay, okay. Ja, Joker ist ein Haustier, der wird gleich nichts zu lachen haben. Aber ich frage mich gerade schon, wieso nur deren holographisches Gegenstück hier ist. Also von den ganzen Charakterinnen. Die sind aber nicht hier draufgegangen, oder? Hat zumindest den Anschein. Das ist ja echt wie das Conquest-Ending, ne? Alle überleben. Oder ne, alle krepieren. Bis auf Neptier. Stimmt. Diskentwicklung. Development complete. Wow. 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 That, wow. That's a really good one. Not ideal, wie man so schon sagen würde. Let's okay. Let's go with this then. Let's do okay. Let's go with this then. Könnte, glaube ich, noch ein bisschen dauern, ne? Bis wir wieder so eine... Mal schauen, ob das für B ausreicht. Ja, genauso wie dieses Miso, was wir gerade eben aufgehoben haben, war auch die Ausbeute gerade eben crappy, ne? Überhaupt keinen Begang bekommen hier. Geht doch. Alle guten Dinge sind drei. Habe ich schon alle Skills freigeschaltet für die etwa? Echt? Jetzt schon? Okay. Ja, was ist ein Ding? If you're ever lost, just check the map. Was ist ein Ding? In der Tat. Oh, der ist neu. Alles klar. Ja, so viel dazu, ne? Aber, na gut, Level 39, das ist ja nix. Yep. Wenn ich raten müsste, gibt es hier vielleicht einen Treasure. Wobei es hier aber schon ziemlich weit vorangeht, ne?
Oh, aber ich hab's gerade gesehen. Okay, perfekt. I hope there's something good inside. Ja, es geht. Was aber nicht geht, ist, dass der Kollege noch da ist. Das ging schnell. I'm getting even stronger. If you're ever lost, just check the map. Ja gut, dann geht's erstmal hier weiter, ne? Oh, wir haben hier auch einen Speicherpunkt. Okay. Na, komm schon. Jawohl. Sehr schön. Where are we? Es ist echt ungewohnt, durch die ganzen Male jetzt mal ausnahmsweise die Stimmen nicht hier zu hören. Ach was, hier ist nichts. Oh. Das wäre doch der perfekte Ort gewesen, um einen Schatz zu verstecken. Ja, Mensch. Oh, wir haben hier ein Warpfeld. Ach, der wird uns wahrscheinlich dann, ja, zu dieser Kreuzung, die ich hier wieder rüberbringen, ne? Zumindest macht das am meisten Sinn. Ja, Tatsache. Das ist wieder Kid, sein Bruder. Wenn man das so nennen kann. Ja, keine große Bedrohung, wie immer. Ich glaube, es wird noch ein bisschen dauern, bis wir wieder ein überleveltes Monster hier treffen, ne? Oh, da ist wieder Ruffy. Machen wir kurz ein kurzes Background, würde ich sagen, ne? Wie immer. Lead the way. 22k, ja. If you're ever lost, just check the map. Yeah. Lead the way. Na, was gibt's denn da so Feines? Ja. Geht fit. Wie Nova sagen würde. Where are we? Na dann schauen wir mal, was uns hier erwartet. Auch wieder so ein Kollege. Ja, so schwach wie der ist, bezweifle ich mal, dass er zur Strohhutbande gehört, ne? Ja. So much for that. Na, ah, der Kollege wieder. Krass, wie häufig wir schon wieder hier Level-Ups kriegen, ne? Irgendwie haben wir gerade gefühlt jeden Kampf hier ein Level-Up bekommen. Kann das sein? Okay, Kollege, wie tough bist du? Oh, so ein Ding hier, ist das okay? Ja, ein bisschen hält er schon aus, ne?
Aber wenn wir den wieder im Stallauch hier halten, wie jetzt hier, ja, sieht es wenig nicht so rosig aus, die Zukunft, ne? Yep. Immerhin solide Ausbeute. Ach, schon wieder Abzeigungen, ne? Aber gut, hier ist jetzt zum Glück kaum etwas. Okay, hier wäre wieder ein Warpfeld, aber da gibt es ja noch eine Leiter, die nach oben führt. Schauen, was uns da noch erwartet. Come on, let's keep going. Okay, schon mal ein weiterer Schatz. Nice, nice. I'm excited to see what's inside. Die Mediator. Oh, eine neue Waffe für Blau. Okay. Ah, ist aber schlechter, ne? Ah, schade, schade. Ja, fehlt nur noch diese Röhre. Ne. Ja, dieser Eingang. Der wird wahrscheinlich aber auch kein. Ja, kein riesen Act sein, ne? Yep, Spotted Plummet. Ja. Ja. Where are we? Okay, wie immer, kurz warten. Please don't stare. It's impolite. Wahrscheinlich nicht, ne? Naja, ich meine, die sind ja nicht halb so wild. Die sind ja echt nur halb so wild. Ja gut, wenn die wüssten, ne? Das können die, okay. Ja, macht Sinn, ne? Na gut, auf geht's. No matter how strong the opponent, I won't lose. Was ist, wenn ich einen EX-Finisher mache? EX-Finisher mache. Alright, the final strike! I'm a little sad it's over. Ja gut, der eine ist schon mal fast hinüber, ne? Ja. Ja. Warte mir kurz. Ja gut, so geht's auch. Das war easy.
Okay, also die sind doch noch am Leben, so ich das hier verstehe, oder? Wir scheinen alles soweit erkundet zu haben. Ja. Dann gehen wir mal da raus, würde ich sagen. Die Ruinen wieder. Okay. Machen wir. You wanna go here? What a relief to be back in one piece. Okay, also die alle sind doch noch am Leben, so wie es aussieht. Okay, das ist schon mal gut. Also nicht wie das Conquest Ending. Naja, was man drunter versteht, ne? Scheint echt so ein postapokalyptisches Szenario zu sein, ne? Man macht auf jeden Fall den Anschein. Naja, man weiß ja nie, ne? Oh. Ja gut, hier hätten wir die Bestätigung. Also der Rest ist doch tot. Ja super. Also doch wie das Conquest Ending. Oh Mann. Was für ein Battle aber.
Naja, aber bei der Situation ist es aber auch keine Überraschung, ne? Ja. Gar nicht angenehm, nee. Aber was mit den restlichen CPUs hier passiert ist? Ach du Schande. Ach, guck mal da. Ach so, ist das okay? Haben Sie etwa Sie hier benutzt, damit Sie in der hier in der Zeit zurückgehen können? Also ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich sehe jetzt so ein paar Parallelen zu Dragon Ball. Zu der Zukunft, wo eben der Future Trunks herkommt. Ne? Dass hier eben Andre eben Bulma ist. Nappier dann eben der Son Gohan. Und Maho Trunks so gesehen. Ein bisschen weird, wenn man so drüber nachdenkt, wenn man bedenkt, dass Bulma und Trunks eben hier Mutter und Kind sind, aber ja, so vom Grundgedanken her ist sich da auf jeden Fall ein paar Parallelen. Not gonna lie. Ja gut, sonst können wir nichts weiteres machen, ne? Dann auf wieder dahin. Let's take a little break. RIP. Erstmal Bluescreen bekommen, weil das Ding auf Windows XP läuft. Ja, ob das so empfehlenswert ist? Bei so einem hochmodernen Ding. Ja.
Oh nein! Der Game Industry Graveyard, den kennt man ja noch ganz gut von Mark II. Na gut, wenn die Level 99 ist, der Hauptkörper, sag ich mal, von Afua, dann. Joa. Ja, gut möglich. Wenn wir nach der Geschichte vom ersten Neptunia-Game gehen, dann ist die mehrere Millionen Jahre alt. Also, ja, ne. Das Alter zeigt sich langsam. Okay, nee. Going here? What a relief to be back in one piece. Kann es sein, dass wir in diesem Kapitel hauptsächlich Story bekommen werden? Ich meine, ich beschwere mich nicht. Wenn dem so wäre. Oder wenn dem so sein wird. Hab vergessen, auf R1 zu drücken. Boah, man hat es ein bisschen trocken. Ich trinke mir gerade mal kurz was. Oh, super. Also ich sehe hier keinen Schutt. Ja, das hätte, glaube ich, echt ins Auge gehen können, ne? Wenn sie Max Level ist, dann... Selbst wir mit unserem Level 51 oder was wir da haben. Puh, ja. Oh, super. Selbst sie hat kein gutes Ending bekommen, ne? Irgendwie habe ich heute überdurchschnittlich viele Sprechfehls in diesem Part. Kann das sein? Ne? Neuer Dungeon.
Boah, aber ich glaube nicht, dass wir den noch zeitlich reinkriegen, ne? Wenn wir hier schon bei 44 Minuten Rohaufnahme sind. Wisst ihr was, das heben wir uns mal für den nächsten Part auf. Ja. Hoppala. Ja, was ein Ding, ne? Also, so gut wie jeder ist, hat das Gras gebissen, bis auf Nepke halt eben und Maho. Von den CPUs versteht sich. Ja, das fühlt sich echt wie so ein... wie so eine Fortsetzung von Conquest Ending an. Vielleicht ist es ja das sogar. Macht auf jeden Fall den Anschein. Naja, dann seid auf jeden Fall gespannt auf den nächsten Part. Wo wir dann, ja, hoffentlich bei der Fabrik ankommen und das Teil holen für... Siri, so gesehen, ja. Ja, Siri. Ja. Und wie immer, bis zum nächsten Video. Bis dahin, see you.